Grüezi. Im Namen von der Pfarrei St. Stephan heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zum Wort zur Woche. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Die Sündung zwischen Ostern und Pfingsten sind in unserem Gottesdienst ganz stark geprägt von unserer christlichen Auferstehungshoffnung. Das heisst, wir hören von den Erfahrungen von den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus, von den Erfahrungen, die sie mit Christus im Auferstandenen gemacht haben. Ein ganz eindrücklicher Text erzählt von der Begegnung von Jesus mit einem von seinen Jüngern, nämlich mit dem Thomas. Der Thomas ist nach der biblischen Überlieferung ein Mann, der stark von Zweifel geplagt worden ist. Er hat nicht an die Auferstehung von Jesus glauben. Darum ist er dann auch in die Geschichte, die Kirchengeschichte eingegangen, als der ungläubige Thomas. Aber lassen wir doch jetzt miteinander auf den Text aus dem Johannesevangelium, wo uns von dieser Begegnung erzählt, von der Begegnung zwischen Jesus und Thomas. Die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt, und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände.
Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, viele haben heute Mühe mit dem Glauben. Für viele zählen nur klare Fakten, was man sieht, was man berechnet, was man anlangen kann. Der Thomas aus dem heutigen Evangelium ist so gesehen eigentlich schon recht ein moderner Mensch, denn auch er fordert Beweis. Was er da glauben soll, ist ja auch recht unglaublich. Seine Freunde behaupten, Jesus, ihr Herr und Meister, sei von den Toten auferstanden. Hand aufs Herz, würden Sie das einfach glauben? Würden Sie und ich da nicht auch Beweis fordern? Der Thomas hat ja, wie auch die anderen Jüngerinnen und Jünger von Jesus, wie zum Beispiel die heilige Maria von Magdala, Glück gehabt. Denn er hat dürfen den auferstandenen Christus erleben, erfahren. Wir haben es da heute viel schwieriger. Wir müssen glauben, ohne zu sehen. Und dass sich da in uns ab und zu einmal Zweifel regen, ist darum nur mehr als verständlich. Wir können den Thomas und seine Zweifel gut verstehen. Wie viele von ihnen so bin auch ich in meinem Leben schon an vielen Gräbern gestanden. Sei es
als Angehörige, als Freund oder auch als Seelsorger. Und zugegeben, ich bin dort auch schon oft als zweifelnder Thomas gestanden. Denn unser christlicher Glaube, der du verstehst, an ein Leben nach dem Tod ist und bleibt eine Zumutung. Ja, unser Glaube hat etwas Kontrafaktisches. Denn der Tod, den können wir ja konkret sehen. Darauf verstanden sehen wir nicht. Ja, unsere eigene Erfahrung sagt, der Tod ist eine Tatsache. Und von dieser Tatsache her kommen dann auch die berechtigten Zweifel in uns auf. Kann das wirklich sein? Ein Leben nach dem Tod? Zudem ist ja der Zweifel nicht per se etwas Schlechtes. Jeder denkende Mensch hat Zweifel. Wer aufgehört hat zu zweifeln, der hat auch aufgehört zu denken. Und wer aufgehört hat zu denken, der öffnet einem blinden Fanatismus Tor und Tür. Ja, ich bin fest davon überzeugt, zu einem gesunden Glauben, zu einem gesunden Christsein gehört der Zweifel fest dazu. Aber der Zweifel allein genügt nicht. Der Zweifel allein vermag im Leben nicht zu tragen. Wenn der Zweifel nicht gepaart ist mit einem soliden Vertrauen, mit einem festen Glauben, dann werden wir zynisch. Wir werden zu Hoffnungslosen. Ja, wer nur noch zweifelt, der verzweifelt über kurz oder lang. Ja, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir Menschen nicht fähig sind, Glauben, zu vertrauen in andere Menschen oder auch in Gott, dann werden wir weder glücklich noch frei in unserem Leben. Oh,
Auferstehung von Jesus Christus können wir nicht beweisen. Ob für Menschen, die wir gerne haben, oder auch für uns selber, ein Leben nach dem Tod gibt, können wir auch nicht beweisen. Das ist und bleibt eine Frage vom Glauben. Es ist die Frage, ob wir Gott vertrauen, ob wir Jesus Christus vertrauen und auch ein Zeugnis von der Heiligen Schrift. Die Frage stellt sich uns allen ganz konkret, wenn wir das nächste Mal fassungslos, vielleicht auch zweifelnd an ein Grab stehen und uns Jesus dann über die Jahrhunderte, ja über die Jahrtausende, der Satz aus dem heutigen Evangelium zuruft: Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Ich vertraue mich dir an. Ich weiß, dass ich in deinen Händen Halt finden kann. Ich vertraue dir mich an. Ich weiß, dass ich Vertrauen schenkend Halt werden kann. Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen und mir immer wieder den Mut zum selbstständigen Denken und auch den Mut zum Zweifeln. Aber noch viel mehr wünsche ich uns den Mut zum Glauben und zum Vertrauen. Denn ich bin fest überzeugt, unser Leben hat einen Sinn, unser Leben hat ein Ziel. Und der Sinn und das Ziel hat uns Gott gezeigt durch Jesus Christus und seine Auferstehung und ihm, wenn wir vertrauen. Ein zentraler Ausdruck von dem Vertrauen, von dem Gottvertrauen, ist für uns als Christinnen und Christen das Gebet. Das persönliche Gebet, aber auch das Gebet in Gemeinschaft. Ganz besonders untereinander verbunden, aber auch mit Gott, sind wir durch das eine Gebet, wo uns Jesus Christus selber gelehrt hat, durch das Vaterunser. Das Gebet kann uns gerade auch in so Krisenzeiten wie jetzt Kraft und Mut schenken. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Schön, dass Sie dabei gewesen sind beim Wort zur Woche. Im Namen von der Pfarrei St. Stephan wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten jetzt alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen. Noch Friede sei mit euch, noch einmal. Friede sei mit euch. Weiter der Entkommen.